Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag, den 10. Januar. Und auf Seite 4 heißt es: Russland testet neue Hyperschallrakete. Sewastopol. Punkt. Bei einer Militärübung am Schwarzen Meer hat Russland seine neue Hyperschallrakete vom Typ Kinschal, in Klammern Dolch, eingesetzt. Kremlchef Wladimir Putin habe als Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte das Manöver vor der Halbinsel Krim beobachtet, teilte der Kreml mit. Die Rakete sei von Kampfflugzeugen abgefeuert worden und habe wie geplant einen Übungsplatz erreicht. Bei der gemeinsamen Übung der Nord- und Schwarzmeerflotte seien auch Marschflugkörper des Typs Kaliber eingesetzt worden. Zudem waren Raketenträgerschiffe und U-Boote dabei. DPA. Tschüss.